So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu EastShade Folge 17. Wir machen mal auf Fortsetzen. J fürs Tagebuch, genau. Muss ich machen, denn ich weiß aktuell gerade nicht. Oh, okay. Ich kann mich erinnern. Ich hatte in der letzten Folge, glaube ich, hier mehrfach seinem Lied zugehört, um Inspiration zu bekommen. Und ich muss trotzdem mal kurz schauen für Sachen, die wir machen müssen. Dara hat mir leere Flaschen gegeben. Ah ja, okay, heiße Quellen. Die kleinen Mäuse. Ich habe alles, was ich wissen muss. Ich sollte noch einmal mit Finn reden. Bitterer Fisch. Rachefeldzug. Großväterchen. Ein Sandfisch. Da brauche ich eine Angelausrüstung. Ein Mann am Strand hat im Wasser sein verlorenes Amulett gesucht. Scheint ihm sehr wichtig zu sein. Okay, zur Zeitung. Ich guck mal kurz zu dem Mann, der sein Amulett sucht. Rohrbomben? So werden die zumindest bei uns hier immer genannt. Wie weit kann ich ins Wasser? Okay, nicht besonders weit. Amulett, Amulett, Amulett. Ich komme hier nicht hoch. Wasserrad. Komme ich hier rüber? Nein. Ach so, dann muss ich auch noch mal schauen, was für Bilder ich malen muss. Komm ich hier unten durch? Nein. Oh Gott, wir laufen noch einmal quer bei dem Typen mit dem Amulett. Er hat doch gelacht, dass wir das nicht finden. Das sieht ja alles nach Schwemmbereich aus. Stein. Was ist das? Das sieht wie ein Nest aus, oder? Nee, Stein.
Kommen wir hier drauf? Nein. Kann doch nicht sein, dass wir eine ganze Folge hier so ein blödes Amulett brauchen. Oder einen ganzen Tag. Rohrbomben. Noch mehr Rohrbomben. Ach Gott, Scheiße. Ich glaube, mit dem Amulett kann ich erstmal dem Typen nicht helfen. Würde ich sagen, erstmal wieder in die große Stadt. Bevor die Nacht hereinbricht. Östlicher Turm. Gucken wir mal. Sehe ich von hier etwas? Irgendwie nicht. Kann ich die Dinger als Seilrutsche benutzen? Kann man bestimmt. Nur keine Ahnung, wie es geht. Scheiße. Gut. Pilze. Wer sitzt hier? Hallo? Hier komme ich durch. Spring. Gut, wir sehen so, dass wir jetzt in die Stadt gehen. Mal gucken, ob wir eine Zeitung finden. Ja, gute Frage. Nichts los. Ach, Moment, da hinten war doch irgendeiner, der hatte kostenlos Zeitung verteilt. Da, da. Das war nicht hier.
Wo war der Typ? Das sieht auch nicht nach einer Zeitung aus. Das war der Sheriff. Man kann reinschauen. Kinder. Hühner. Tülü, tü, tü, tü. Nee, der wollte mir ein Fahrrad verkaufen. Did you pick up a paper? Ich hab doch schon eine. Sure thing. Would you like to donate a glowstone to the Shady and Post so we can keep the paper free, without ads and unmotivated by pop news and tabloid journalism? Ja, klar. Thank you for your contribution. Du kriegst natürlich wieder ein Schimmerdingsbums. Aber wo ist eure Druckerei? Mist hier. Als Markt. Der. Du hast Bücher. Nee. Aber wir gucken mal. Fische. Klassischer Tee. 99. Komm, wir kaufen mal Fische. Schließen. Inventar? Nein. Hier Inventar. Anzeige. Anzeiger, Zeit für Tee. Okay, scheiße. Das ist wieder der mit den Elixieren. Zweite Chance aktualisiert. Okay, Moment. J. Zweite Chance. Zweite Chance. Es ist schon ein paar Tage her, seit Kai seine Unschuld bewiesen konnte. Ich hatte immer noch. Ich habe noch immer Probleme. Ach so, Kai benachrichtigt die Zeitung. Okay, ah, da muss ich ja wieder zu dem. Gucken wir mal ganz kurz Welcome hier. Back. We've got plenty more patrons interested in your work. Thema wählen zurück. Welcome back. We've got plenty more patrons interested in your work. Natürlicher Bogen. Sternenhöhle. Ist das hier eine Sterne? Eine Windmühle. Tiefmoorruinen. Okay, scheiße. Gut. Wo ist der Fischhändler? Kleidung? Fische. What crunchy scales. Scrumptious raw fish. Verkaufst du mir eine? I can't wait until dinner time. Ja, verkauf mir eine Angel. Eine Angel. So. Gut, hätten wir das. Was gab's hier? Schuhe. Blöd, blöd, blöd. Da, 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 da. Gut, dann rennen wir halt noch mal zu Kai. Natürlicher Bogen.
Die Sonne geht gleich unter. Wir sind hier, müssen nach da. Gucken wir mal, wie gut die Richtung ist. Okay, hier ist die Mäuseplage, mit denen rede ich mal noch nicht. Ich hoffe einfach, bei Kai laufen die Geschäfte jetzt gut, dass der sagt, oh, hier hast du ein bisschen Geld, gib das dem Kollegen zurück. Hier hat er nochmal ein extra Mäusevertreibungsmittel und damit hat sich die Sache. Immer schön querfeld ein, so muss das sein. Okay, also sie steht zumindest nicht mehr draußen. So. Hi. Hi Kai. Hi Bryce, can't believe it. Business is booming already. Geil. I'm truly grateful for all of your help. Ja. Here, take these glowstones. We made a big sale just for the morning eclipse. Okay. Das kann ich doch nicht annehmen. Appreciate your consideration, but honestly, it's no trouble at all. Okay, dann. We're in the middle of our reopening. Danke. And crime in any. What a turnout! Also zahlt ihr Flint. Und zurück. Of course, him and a few others. Couldn't have done this all without you. Oh, for great shade's sake, we gotta unpack some of what Caitlin already packed up. Oh, my poor wife. Can't believe what I put her through. I hope I can make up for it all. Of course, you're welcome to my wares anytime, at a discount. Ja, geil. Dann zeig mal deine Ware. Hauptsache, es sei völlig. Kaufen. Kaufen wir mal 3 davon. So, danke. Hallo? I'm so happy we've sorted all this out. I know we've done some questionable things, but we're turning a new leaf now. And I'm going to put together a kit of tinctures for Finn and tell him just what happened. We're going to be new people. Okay. Boah. Gott, Mäuse. Erfahren, Abwehrmittel, bla bla bla. Ist das jetzt abgeschlossen? Zweite Chance hier. Gut, wenn das jetzt abgeschlossen ist, der ist zufrieden, kann ich doch eigentlich zu Flynn gehen oder Finn. Ich kann mir das immer nicht merken, wie die Leute heißen. So, es ist noch nicht Nacht. Hier hoch. Hier ist die Aussichtsplattform. Ja. Okay, da ist die Frau, die unbedingt den komischen Fisch da, den das Großväterchen fangen will. Machen wir das jetzt noch. Noch ist die Sonne so irgendwie ein bisschen zu sehen. Komm, ich beende mal die Folge. Dann sage ich mal Tschüss und Ciao bis zum nächsten Mal. Bye, bye.